So, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Heute ist dran Kapitel 5. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, was... Wie heißt Kapitel 5? Kapitel 5 heißt Primos Plan. Und wir gucken noch mal ganz kurz, was da überhaupt passiert ist. So ist es entschieden, dass sie sich am nächsten Morgen erneut auf den beschwerlichen Weg zum fernen Wüstendorf machen. Primos Plan. Sind ja mal gespannt, was Primo für einen Plan hat. Genau. In der Nacht liegt Primo lange wach. Das liegt nicht nur an dem dichten Gedränge in Runas Geheimlabor, den übelriechenden Dämpfen und Margulus lautem Schnarchen. Er muss immer wieder über die Kette der Ereignisse nachdenken, die zu diesem Schlamassel geführt hat. Wie harmlos alles begann, mit einem Streich von Golina, die sich nach einem dummen Streit auf dem Kirchturm versteckte. Aber Primo reagierte über und ging mit Kolle in den Nether, um sie dort zu suchen. Dann war er dumm genug, dieses verfluchte Ei von dort mit ins Dorf zu bringen und rief dadurch Atrax auf den Plan. Zwar gelang es ihm, das Ei zurück ins Ende zu bringen und damit die Gefahr, die davon ausging, abzuwenden, doch seitdem ist der Enderman sein Todfeind. Dass Primo ihn bei seinem letzten Angriff auf das Dorf mit dem Diamantschwert schwer verletzte, macht die Sache auch nicht besser. Mit anderen Worten, niemand anderes als Primo ist an der ganzen Katastrophe schuld. Wie könnte es auch anders sein? Er ist einfach ein Unglücks... Primo sucht nach einem passenden Begriff. Welches Tier könnte man mit Unglück in Verbindung bringen? Er denkt an das Huhn in der Kiste mit dem heiligen Buch, das ihm bei seinem ersten Abenteuer Ärger eingebracht hat. Ja, das passt. Er ist ein Unglückshuhn. Er zieht die Katastrophen geradezu an, wie ein... was auch immer. Es wäre für alle das Beste, wenn er das Dorf verließe, und zwar für immer. Vielleicht könnte er dabei auch das Problem mit Atrax ein für alle Mal lösen. Er denkt noch eine Weile darüber nach, dann fasst er einen Plan. Leise hebt er Golinas Arm an, den diese im Schlaf über seine Brust gelegt hat, steht auf und schleicht sich zur Leiter an der Wand des Labors. Noch einmal betrachtet er seine Freundin, die friedlich schlummert, und die Kehle schnürt sich ihm zu. Seine Knie werden weich und beinahe bringt er nicht die Kraft auf, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Doch dann reißt er sich zusammen und klettert lautlos die Leiter hinauf. Oben schlafen Runa und Willard in ihren Betten. Es gelingt Primo, sich aus der Hütte zu schleichen, ohne dass die beiden aufwachen. Silbriges Mondlicht dringt durch die Lücken im dichten Blätterdach. Vor der Hütte steht Asimov. Mina hat sich auf seinem Kopf zusammengerollt wie eine Pelzmütze. Als sich Primo nähert, schlägt sie ihre grünen Augen auf und stößt ein leises Miau aus. Asimov dreht den Kopf. Kannst du auch nicht schlafen? Fragt der Golem. Oder hast du etwa wieder von irgendwelchen bevorstehenden Katastrophen geträumt? Primo schüttelt den Kopf. Ich gehe weg, sagt er. Es fällt ihm schwer, es auszusprechen. Das kann ich verstehen, sagt der Golem und nickt, sodass Mina von seinem Kopf rutscht und mit einem empörten Miau im Gras landet. Ups, entschuldige, Kleine. Er streckt einen Arm aus, sodass die Katze daran hinaufklettern und sich wieder auf seinen Kopf setzen kann. Dann wendet er sich wieder an Primo. Mir reicht's auch mit diesen ganzen Idioten da drin. Er zeigt auf die Hütte. Das ist es nicht, widerspricht Primo. Ich bin die Ursache der ganzen Probleme des Dorfs. Ich gehe weg, damit die anderen in Frieden leben können. Hä? Moment mal. Wenn hier einer das Recht hat, trübsinnig zu sein, dann doch wohl ich. Und wieso glaubst ausgerechnet du, an allem schuld zu sein? Mir kommt es eher so vor, als seist du der einzige von euch Gurkennasen,
der ein bisschen Verstand besitzt. Von wegen, sagt Primo und erklärt dem Golem, wie das Problem mit Atrax entstanden ist und was er vorhat. Oh, ich verstehe, sagt Asimov. Ich gebe zu, das klingt plausibel. Natürlich können da ein paar Dinge schief gehen. Und Dinge, die schief gehen können, tun das meistens auch. Ja, wahrscheinlich löse ich bloß wieder eine noch größere Katastrophe aus, sagt Primo resignierend und überlegt, ob er seinen Plan abbrechen und sich einfach wieder zu den anderen in den Keller schleichen sollte. Aber dieser Gestank da drin und außerdem, was immer er tut, eine Katastrophe gibt es ohnehin. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich zu bemühen, das Beste für das Dorf zu tun. Egal, sagt er entschlossen, ich muss es wenigstens versuchen. Gut, stimmt der Golem zu. Ich komme mit. Was? Aber das geht doch nicht. Du musst hier bleiben. Die anderen brauchen dich. Die brauchen mich? Und wozu? Als Dekoration? Um sich über mich lustig zu machen? Um mir alberne, sich widersprechende Befehle zu geben? Ich wette, wenn ich hier bleibe, muss ich bloß wieder sinnlos durch die Wüste rennen. Nein, danke. Da komme ich lieber mit dir mit. Aber wenn wieder Monster angreifen... Die anderen haben doch deinen Freund Kolle. Außerdem, wenn dein Plan klappt, ist das Dorf sicher. Also kann ich am meisten für die Sicherheit des Dorfs tun, wenn ich dir helfe. Ist doch logisch, oder? Na gut, von mir aus. Aber was ist mit Mina? Na, die kommt natürlich auch mit. Eine Katze dabei zu haben, ist immer hilfreich. Da ist sich Primo nicht so sicher, aber er ist von Asimovs Hilfsbereitschaft gerührt und will ihm nicht widersprechen. Also marschieren sie durch die Dunkelheit zwischen den Bäumen bis zum Waldrand und von dort über die große Ebene Richtung Osten. Primo vermeidet es, in Richtung zu sehen, in der das Dorf lag. Als der Morgen graut, haben sie den Ostfluss bereits hinter sich gelassen und durchqueren den großen Wald auf der anderen Seite. Doch anders als bei seiner letzten Reise wendet sich Primo nicht nach Norden in Richtung des Wüstendorfs, sondern nach Süden. Gegen Mittag erreichen sie das steile Gebirge, das er bereits einmal mit Kolle überquert hat. In der Ferne erkennt Primo den in der Luft schwebenden Felsen, dessen Anblick ihn immer noch in Erstaunen versetzt, obwohl Kolle nichts dabei fand. Jetzt laufe ich schon wieder sinnlos in der Gegend herum, stöhnt der Golem. Als er Primos Blick bemerkt, fügt er rasch hinzu, aber wenigstens bekomme ich hier keinen Sand in die Gelenke. Sie überqueren das Gebirge und erreichen einen steilen Abhang. An seinem Fuß windet sich ein breiter Fluss, der weiter östlich ins Meer mündet. Primo erinnert sich noch, dass sie den Fluss durchquert haben und dann querfeldein gelaufen sind. Doch damals hatten sie ein Enderauge, das sie zu der verborgenen Festung geführt hat, in der das Endportal verborgen war. Dieses Portal ist das Ziel von Primos jetziger Reise, die seine letzte sein wird. Denn sein Plan ist es, noch einmal ins Ende zu gehen, den Ort, an dem die Endermen wohnen, und sich dort seinem Erzfeind zu stellen. Wenn er Atrax im Zweikampf besiegen kann, ist das Dorf in Sicherheit. Wenn er dabei umkommt, hat der Enderman zumindest seine Rache gehabt und lässt die anderen vielleicht in Ruhe. So oder so ist Primos Schicksal besiegelt, denn aus dem Ende gibt es keine Rückkehr, es sei denn, man tötet den Enderdrachen. Und selbst wenn Primo dazu in der Lage gewesen wäre, was er ganz bestimmt nicht ist, er würde es nicht übers Herz bringen, seiner Singularität und den anderen Endermen so etwas anzutun. Also wird er sich für das Dorf opfern, um all das Unheil, das er über seine Freunde gebracht hat, wieder gut zu machen. Doch dazu muss er zunächst das Portal wiederfinden. Diesmal hat Primo bloß seine Erinnerung. Alles, was er noch weiß, ist, dass die Höhle, unter der sich die Festung befindet, am Meeresstrand lag. Wenn er den Fluss überqueren und einfach an der Küste entlang wandern würde, müsste er eigentlich irgendwann dorthin kommen. Aber da ist noch das Problem mit Asimov. Du weißt schon, dass ein Golem nicht schwimmen kann, oder? Fragt dieser, als würde er Primos Gedanken erahnen. Ich meine, auch sonst können wir Golems nicht besonders viel und das Wenige, das wir können, können wir nicht sehr gut. Aber schwimmen, das können wir ganz besonders gar nicht. Ich weiß, sagt Primo.
Er überlegt, ob er eine Brücke über den Fluss bauen könnte, aber der erscheint ihm dafür zu breit und zu tief. Wir müssen eben eine Furt suchen. Die einzige Möglichkeit ist es, dem Flusslauf am westlichen Ufer zu folgen, wobei sie über steile Felsabhänge klettern müssen. Doch eine Furt ist weit und breit nicht in Sicht. Erst nachdem die Sonne den Zenit längst überschritten hat, erreichen sie das Ende des Flusses. Und jetzt? Fragt der Golem. Jetzt gehen wir am anderen Ufer wieder zurück, erklärt Primo. Na toll, seufzt Asimov. Großartig, wirklich fantastisch, geradezu sensationell. Ich kann mir kaum etwas Besseres vorstellen, als ständig planlos in der Gegend herumzuirren. Offensichtlich ist das die liebste Freizeitbeschäftigung von euch Knollnasen. Du hättest nicht mitkommen müssen, stellt Primo fest. Ja, ich weiß, natürlich bin ich selbst schuld. Aber die anderen rennen ja genauso planlos in der Gegend rum. Da ist es wirklich auch egal. Und dann krummelt er leise vor sich weiterhin. 1000 Jahre, nur noch 1000 Jahre, dann bin ich endlich verrostet. Als die Sonne untergeht, erreichen sie endlich wieder die Stelle, an der sie das Gebirge überquert haben. Der Fluss macht eine Biegung nach rechts, Richtung Osten, dem offenen Meer entgegen. Primo wendet sich in diese Richtung. Wollen wir nicht langsam einen Platz für die Nacht suchen? Fragt Asimov. Ich dachte, Golems schlafen nie, erwidert Primo. Ich meine ja bloß, sagt der Golem und zuckt mit seinen metallenen Schultern. Primo ist tatsächlich sehr müde, doch er denkt nicht an Schlaf. Je eher er die Sache hinter sich bringt, desto besser. Wozu schlafen, wenn er den nächsten Sonnenuntergang ohnehin nicht mehr erleben wird? Die beiden stapfen am Ufer entlang, wobei Asimov darüber grummelt, dass seiner Ansicht nach die sandige Meeresküste das Schlimmste aus Wüste und Wasser in sich vereint. Es stellt sich heraus, dass der Weg an der Küste länger ist als der direkte Weg durch den Wald, den sie das letzte Mal genommen haben. Jedenfalls dauert es bis zum Abend des folgenden Tages, bis sie endlich die Höhle erreichen, unter der sich die Festung befindet. Primo erweitert den Schacht, den sie damals in die Erde gegraben haben, zu einer Treppe, sodass der Golem ihm in die Tiefe folgen kann. Bald betreten sie die uralte Festung. Ein paar neue Monster haben sich in den Ruinen angesiedelt. Doch gegen die Kraft des Golems und Primos Diamantschwert können sie wenig ausrichten. Als Primo jedoch den Raum mit dem Endportal erreicht, erlebt er eine böse Überraschung. Vor den Stufen, die hinauf zu der wabernden Fläche des Portals führen, steht eine schwarze Gestalt, die ihn mit violett glimmenden Augen anstarrt.